halten wir lieber fest, jeder hat seinen eigenen Spielgeschmack. Ja, ich finde das auch immer als Fazit gut, aber ich finde, man kann auch ruhig, irgendwie sollten wir wieder an den Punkt kommen, wo auch ein Fazit erlaubt ist, wo jemand sagt, du, ich finde, das ist einfach nicht so ein gutes Spiel, aber schön, wenn es dir trotzdem gefällt. Was war denn noch so? Oh, wie hieß denn das noch? Fuck, dieser Arcania, A Gothic Tale. Könnt ihr euch daran erinnern? Da habe ich damals, das war, glaube ich, der schlimmste Verriss, den ich in meiner ganzen Zeit bei Game One je gemacht habe. Das war das einzige Spiel, was ich wirklich gespielt habe, wo ich danach gesagt habe, absolute Oberscheiße. So, es tut mir auch voll leid, ey. Ich fand das so schlecht, dieses Spiel. So, und irgendwann habe ich mal mit Jay, also mit Jakob, darüber geredet von Rocket Beans. Und der hat das mega gefeiert. Der fand das hammergeil. Also, der fand das so geil. Der hat gesagt, ey, ich habe das zweimal durchgespielt, weil ich das so witzig und cool fand. So. Und das ist halt schon ganz cool, dass er halt sagt, also das hat mir schon eine Menge auch darüber beigebracht, dass es halt so sein kann, dass Spiele auch nicht gut sein müssen. Also weil da war es so, dass ich einfach aus vielen Gesichtspunkten, ach, wir können eigentlich, ich überlege gerade, ob wir den Beitrag nicht gucken. Weil da muss ich sagen, das ist der Punkt, den ich eben machen wollte. Das ist einfach für handwerklich gesehen kein gutes Spiel. Aber es kann einem halt trotzdem gefallen. Ich kann mich kaum noch an den Beitrag erinnern, ehrlich gesagt. Oh ja, da waren auch so viele Patzer drin, das weiß ich noch. Davor war so eine Historie und in der war ganz viel durcheinander mit den Bildern und Kleinkram und so. Das war ein bisschen ärgerlich. Also da war im Schnitt sind da ein paar Patzer passiert. Aber egal, werdet ihr jetzt auch sehen. Echte Fans finden die Patzer alle. Aber auch ein schönes Beispiel dafür. Da habe ich nämlich auch gesagt, dass zum Beispiel Risen kein gutes Spiel war oder so, irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht, Risen 3 oder irgendwie sowas. Sehen wir gleich. Und da waren auch ganz viele Leute richtig offended. So. Ach geil, ey, schon dieser Hintergrund. Da habe ich schon mit Absicht einen besonders schlechten Hintergrund rausgesucht. Wir sind gespannt, denn vom Duke bekommt man nie genug. Ist laut genug? Aus etwas Altem was Neues machen, das können nicht nur wir, sondern auch die Entwickler hinter Gothic 4. Die nennen das dann einfach Arcania und hoffen, dass sich niemand mehr an die Vorgängerteile erinnert, die ja schon mit so manchem Problem zu kämpfen hatten. Wie bei uns. Oh, da waren wir noch in 4:3. Okay. Arcania, der vierte Teil der erfolgreichen Gothic-Saga, soll den ausgehungerten RPG-Fans über den Herbst helfen. Die Liebe der Spieler zu den ersten Teilen der Gothic-Reihe lässt sich verharmlosend als absolut fanatische Manie bezeichnen. Es dürfte also schwierig werden, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Aber was wollen die Spieler denn unbedingt wiedersehen? Wir blicken zurück. Der Gothic-Kult begann 2001. Der namenlose Held, frisch eingesperrt in eine mystische Gefängniskolonie, findet sich wieder in einem Machtkampf unterschiedlichster Fraktionen. Bis heute legendär, der Auftritt der Band in Extremo. Einziger Fehler am Spiel, es hatte irgendwann ein Ende. Doch es gab Nachschlag, Gothic 2. Die Story floss nahtlos in die Fortsetzung herüber, als die im ersten Teil gerufenen Drachen das Land in Angst und Feuer hüllten. Doch, Verrat. Xardas, das Schwein. Rache. Gothic 3 erscheint 2006 und ist der letzte offiziell von Entwickler Piranha Bytes produzierte Teil. Verbuggt wie ein Straßenköter und ohne die alte Story. Anstatt dem ollen Xardas die Fresse zu polieren, kräht kein Hahn mehr nach den tollen Geschichten. Für viele Fans war hier Schluss. Piranha Bytes versucht es 2009 nochmal, ohne Joe Wood und ohne passende Gothic-Lizenz. Ergebnis Risen. Fantasy-RPG ja, Gothic nein. Ich fand Risen übrigens gar nicht so schlecht. Arcania, Gothic 4. Okay. Mit Joe Wood, ohne Piranha Bytes. Jetzt steht fest, Entwickler und Publisher bekommen scheinbar nur gemeinsam gute Rollenspiele zustande. Arcania ist ein Rollenspiel, keine Frage. Doch es fehlt an der Liebe zum Detail. Story und Welt reißen einen von Beginn an nicht mit. Von den Bewohnern gar nicht zu sprechen. Asshole, I'll finish you off. Man erledigt pausenlos sinnfreies Zeug für seelenlose Deppen. Und das Ganze auch. Ich muss auch nochmal verdeutlichen. Warte, wann ist Arcania rausgekommen? Ich muss mal eben Grafikvergleich zeigen, weil das sah so scheiße aus. Ist das erschienen? Krass. Nee, ist ja nicht. Ja, 2010, ist es wirklich 2010 erschienen? Krass, okay. So, 2010, was ist denn noch? Games, was ist denn 2010 erschienen? Weil ich erinnere mich noch, dass ich das gesehen habe. Hier, Mass Effect 2 ist im gleichen Jahr rausgekommen. Und guckt euch die Grafik mal an. Das sieht halt aus wie ein Spiel. Nehmen wir den mal hier. Ist irgendwas auf YouTube da?
Und das sind halt einfach scheiß Welten. Odinas oberster Berater. Ich bin froh. Guckt euch mal an, wie die Gesichter sich bewegen, wie das aussieht. Nach wie vor ballern sie sich im Dreierteam aus der seitlichen Schulterperspektive durch weitgehend schlauchartige Levels. So, und dagegen ist dieses... Auch noch als unsympathischer Emo-Hampelheld. Kurz gesagt empfinden wir Arcania ungefähr so. Emo-Boy ist Emo-Hampelheld. Kurz gesagt empfinden wir Arcania ungefähr so. Sympathischer... Ich weiß noch, das war im Prolog. Im Prolog, sie stirbt so... Und er macht... Ein Hundertstel vom Budget. Ja. Ja. Okay, aber es ist auch einfach... Sorry, also... Egal was... Ja. Also ich sag nachher auch in dem Beitrag nochmal, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dass man dem Spiel einfach anmerkt, irgendwann kam jemand mit einem Taschenrechner ins Büro und hat gesagt, das Ding ist jetzt fertig, das muss jetzt fertig und nicht gut werden. Ich glaube, den Satz sage ich sogar in diesem Ding, das muss jetzt fertig und nicht gut werden. So. Der Emo-Hampelheld, kurz gesagt empfinden wir Arcania ungefähr so. Emo-Boy ist ein braver Schäfer und träumt manchmal von großen Abenteuern. Doch, oh Schreck, die bösen Buben des Königs lassen seine Frau für immer einschlafen. Emo-Boy macht das traurig und auch ein klein bisschen wütend. Er will es dem blöden König heimzahlen. Emo-Boy wandert also umher, verhaut kleine Monster mit einem Stock, starrt in die schönen Weiten der Region, hört seichte Musik und versinkt traurig in Belanglosigkeit. Arcania leidet wohl am meisten darunter, dass es sich nicht mit RPGs von heute messen kann. Der Markt ist voll von großartigen Rollenspielen unserer Generation. Da reichen eine schlecht erzählte Story, ein blödes Setting, stupider Kampf und eintönige Quests nicht mehr aus. Warum nicht wie in Mass Effect 2 Optionen in der Story anbieten? Ein Dialog sollte spannend sein und sich immer anders gestalten. Stattdessen erwarten einen stupide Wortwechsel mit der maximalen... Das war übrigens damals sehr gut, da hatte ich erst nur diese Kritik drin und dann hat Uke damals zu mir gesagt, wenn du sagst, dass was schlecht ist, dann sag, was besser es wäre. So, sonst ist es halt... einfach bekackte Kritik, dann ist es nur Gemaule. So, nimm dir wenigstens die Zeit, vernünftig zu sagen, so, ja. Eine Option, hauen oder nicht hauen. Warum sich nicht so gekonnt in Szene setzen wie Dragon Age? Ja. Hier hauchen toll designte Charaktere mit gelungener Mimik dem Set. Ich glaube, das ist einer meiner wichtigsten Punkte damals gewesen in der Kritik. Dragon Age zum Beispiel, der ist jetzt auch großes Budget, bla, aber Dragon Age hat vor allem davon gelebt, wie die Charaktere geschrieben waren. Es hat halt Bock gemacht, das zu erfahren. So. Also wisst ihr, was ich meine? Das war halt einfach, ja, einfach ein bisschen anderer Schnack, so. Ja, Dragon Age war halt Hammer, so. Ich wollte halt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich fand das toll erzählt. Die ganzen Liebesgeschichten waren sogar spannend und so. Das war einfach ein bisschen anderer Schnack, so. Und das hier... Setting Seele ein. In Arcania gibt es anstelle dessen zigmal den gleichen Typen mit... Ey, das alleine. Das ist immer der gleiche Typ, ne? Ich habe irgendwie 20 Bilder gehabt, wie der Typ gleich aussieht. Wo man bei The Witcher Magie und Handwaffen gleichermaßen kunstvoll einsetzt. Boah, das ist wenigstens jetzt ein gutes Argument. Da können wir jetzt auch nicht mehr kommen. The Witcher, ne? Das ist davor rausgekommen. Das sieht besser aus und ist ein besseres Spiel. Wo man bei The Witcher Magie und Handwaffen gleichermaßen kunstvoll einsetzte, erwartet ein hier nur müdes Button-Mashing mit einem plumpen Fertigkeitssystem. Zu den Quests kann man tatsächlich nur sagen, dass selbst World of Warcraft da mehr bietet. Ihr braucht grundsätzlich irgendwas von irgendwo, holt es und bringt es dann irgendwem. Kurzum, es fehlt Arcania einfach vor allem an einem Liebe. Alles wirkt so, als habe man zu Beginn die Ambition... Das, seht ihr die Bauchbrände? Brennende Bäume bei Regen, das macht Sinn. Da war ich schon an dem Punkt, da war ich so abgefuckt, ey. Arcania einfach vor allem an einem Liebe. Alles oh Mann, das so, tat mir da auch schon echt leid, aber ey, brennende Bäume bei Regen. Zu Beginn die Ambition gehabt, etwas Großartiges zu schaffen. Kleine Details, die aber keinerlei Bedeutung... Nein, weil man lässt sich ja auch nicht von Regen aufhalten. Naja, aber das hier, also... Kurzum, es fehlt Arcania einfach vor allem an einem Liebe. Halt einfach Tag und Nacht. Liebe. Ich dachte halt, okay, alles ist auch ein Detail. Alles so, man zu Beginn so, die Ambition gehabt, einfach an einem etwas Punkt, Großartiges ein zu schaffen. War. Kleine Details, die aber keinerlei Bedeutung für das Spielgeschehen im Endprodukt haben. Vermutlich kam mal wieder viel zu früh ein Schlipsträger mit dem Taschenrechner ins Büro und beschloss, das muss jetzt fertig und nicht gut werden. So, und das hat mich am traurigsten gemacht. Man hat halt gemerkt, dass da Entwickler dran saßen, die wollten, dass das ein schönes Spiel wird, so. Weil es gab so Kleinigkeiten, sag ich ja so, man saß dann am Feuer, da haben Leute Gespräche geführt und so. So Kleinkram. Also man konnte so kleine Sachen machen, die gezeigt haben, dass das eigentlich ein schönes Spiel sein wollte. Und dass das irgendjemand einfach im Keim erstickt hat, so. Zugegeben, nach Gothic 3 hatten die meisten Fans die Hoffnung wohl aufgegeben, aber ist das eine Rechtfertigung für ein RPG, das hart am unteren Durchschnitt schrammt?
Tja, Fazit. Arcania ist für Gothic-Fans vermutlich weniger als ein Snack. Den Hunger, der nach den ersten beiden Teilen entstanden war, konnte auch dieser Nachfolger wieder nicht stillen. An allen Ecken und Enden ruckelt, holpert und zieht sich das Spiel. Klar, auf dem PC sieht es super aus, doch auf der Xbox 360 war davon bei uns nicht mehr viel zu erkennen. Vom Fünkchen Hoffnung dürfte nicht mehr als der dumpfe Geruch nach dem Feuer der ersten beiden Teile übrig geblieben sein. Wer darauf versuchen möchte, etwas zu köcheln, bitteschön. Wir jedenfalls sind satt. Ende. Und jetzt ein Kommentar zu Elex. Oh, zu Elex kann ich nicht genug sagen, das habe ich nicht gespielt. Also nicht lang genug. Ich habe es angefangen und nicht weitergespielt. Das ist ja auch schon ein bisschen, vielleicht ein Kommentar, ne? Das Spiel hast du ja völlig zerstört. Ich sag ja, das ist der schlimmste Verriss, den ich jemals gemacht habe, glaube ich. So. Also das war so der Beitrag, wo ich im Nachhinein sage, ich weiß nicht, ob es nur fair war. Man hätte auch ein bisschen netter zu dem Spiel sein können. So. Auf der anderen Seite, das hat mir keine Sekunde Spaß gemacht, das Spiel. Ne? Ich habe mich wirklich gequält. Die komplette Spielzeit. So. BioWare mit Piranha Bytes vergleichen ist aber auch ein bisschen unfair. Hä? Ja, danach. Und was ist mit The Witcher? Was ist mit CD Projekt Red, Red und Piranha Bytes? Darf man die vergleichen? Wen darf man denn vergleichen? Weil da würde ich sagen, okay, sorry, der Vergleich muss drin sein, so. Wie läuft im Durchschnitt eigentlich so ein Spiel, so ein Test ab? Ich würde sagen, also damals war es so, normalerweise, du hast das gesagt bekommen, was für ein Spiel du hast. Es war immer Doppelrhythmus. Das bedeutet, du warst im Schnitt mit deinem Spiel, mit dem Beitrag von der Vorwoche, und währenddessen musstest du das Spiel für die nächste Woche spielen und aufnehmen. Das hat man in der Regel zu Hause gemacht. Also die meiste Zeit, die gespielt wurde, hat man nicht in der Arbeitszeit gemacht. Dann ist man mit dem Material in den Schnitt und hat während der andere Beitrag geschnitten wurde, immer an dem Material rumgetüdelt und ist immer wieder in den Schnittraum zum Cutter und hat mit dem gesprochen, was gerade ist und wie weit es ist und so. Und wenn man genug gespielt hatte, dann habe ich mich hingesetzt und habe, also es macht glaube ich jeder anders, ich habe dann ein Treatment geschrieben, also einen Ablauf für den Beitrag, so. Vielleicht finde ich noch ein altes Treatment. Habe ich, glaube ich, schon mal gesucht, ne? Nicht gefunden. Hast die Games durchgezockt? Kam immer drauf an. Also, man muss schon ehrlich sagen, die meisten Spiele schaffte man nicht durchzuspielen. Wir haben die vor Release bekommen, ein, zwei Wochen, so, und das war einfach zeitlich nicht zu machen, oft, die durchzuspielen. Ich habe halt super spät leider erst angefangen, Treatments zu machen. Ach, wobei, warte, ich habe ja den WoW-Beitrag bei Game 2 gemacht. So. So sieht ein Treatment aus. Also man spielt das quasi, sammelt die Themen und dann mache ich mir so einen Ablauf-Short. Das heißt, hier steht dann zum Beispiel Intro, Konferenz, 50 Sekunden. Intro, Animation, also Ani ist Animation, 5 Sekunden. Intro, Text, 30 Sekunden. Mats A, Mats South Park. Das ist dann ein South Park-Ausschnitt. Und so weiter. Stehen dann die ganzen Angaben. So, dann kannst du runterscrollen zu dem Punkt 1. Dann steht, also ihr müsst euch vorstellen, dazu kriegt der Cutter so eine Videosequenz und in dieser Videosequenz sind so Snippets drin, also so, ja. Also da sind immer so kleine Texttrenner. Wenn du durch die Shuffles kommt ein Video und dann steht da 1 Punkt Fokus Konferenz und dann ist da das Videofile zur Fokus Konferenz. Dann steht da 2 Punkt Animation Spurensuche. Da liegt dann die Animation Spurensuche. 3 Punkt Intro Text, dann sind da alle Bilder, die der Cutter verwenden darf und den Off-Text hat er parallel schon mal von mir voreingesprochen gekriegt, so. Und dann stehen hier immer so Sachen, wo ist der Text? Dann kommt Trainer, coole Pose. In der Videosequenz ist dann ein schwarzes Ding mit weißem Text. Hier der Trainer, coole Pose. Ende Trainer, kurze Pose. Versteht man, was ich meine? Ja, warum nennt man das Mats? Magnetaufzeichnung, glaube ich, heißt Mats. Kann ich mal nachgucken, ich bin mir relativ sicher, dass eine Mats ist eine Magnetaufzeichnung. Ja, Magnetaufzeichnung. Also quasi ein Tape-Ausschnitt. So, versteht man, was ich meine überhaupt? Ja, ich glaube ja. So, in Kurzversion, das ist dann der Ablauf. Alles Rote ist Text. Und ja, also es ist halt schwer zu erklären ohne die Videosequenz dazu. Und das sind jetzt halt so, ne, dann ist hier so ein bisschen Off-Texte, dann sind hier so ein paar Hinweise und so entsteht dann quasi ein Beitrag. Also theoretisch lieferst du dem Cutter eine fertige Sequenz und dieses Treatment an und dann kann der Cutter das komplett ohne dich schneiden. Eigentlich, wenn das richtig gemacht ist. Frage war, warum man das noch immer so nennt. Naja, hat sich ja halt durchgesetzt. Man sagt halt Mats und das sagt man halt bis heute. So. Ist ja jetzt nicht so selten. Hatte man noch Bock, andere Games zu zocken, wenn man Review-Games aufgezwungen bekam? Nee. Also ich habe in der Zeit, in der ich reviewt habe, so gut wie gar keine Videospiele mehr gespielt. Ab und zu LOL. So. Ja, ich glaube, das war's. Mehr habe ich nicht geguckt in der ganzen Zeit, so gezockt. Also es war schon so, dass vor allem Shooter waren krass. So, weil man hat halt hauptsächlich AAA-Titel gespielt und AAA-Titel sind halt sehr viel Einheitsbrei, muss man einfach sagen. Shooter, Action, RPG und so.
dann hat man halt Shooter gespielt. Und wenn man mal einen Kirby bekommen hat, hab ich mich immer schon richtig gefreut. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, eigentlich nur noch Crap-Titel zu nehmen, wenn es geht. Also wenn irgendwas dabei stand, wo ich dachte, okay, kennt keiner und das ist völlig egal, habe ich es genommen. Weil ich dachte, ey, da kannst du wenigstens sagen, was du willst. Kannst einen Quatschbeitrag machen. Wenn du zu Call of Duty keinen Beitrag gemacht hast, indem du 20 Minuten Call of Duty die ganze Zeit einen von der Palme schrubbelst, so, dann haben die Leute, Call of Duty ist das allergeilste Spiel, ey. Ihr habt's halt einfach nicht drauf. So, und darauf hatte ich halt keinen Bock, ey. Und es war halt viel geiler, wenn du irgendein Trap-Spiel reviewt hast, wo du halt ehrlich deine Meinung sagen konntest. So. Je dümmer das Spiel, desto lieber habe ich einen Beitrag dafür gemacht. Warum dann immer Schröck für die Call of Duty-Beiträge? Naja, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Call of Duty ja dann richtig eine Geschichte. Irgendwann konnten es ja nur noch die geilsten Beiträge aller Zeiten sein, aber... Kam mir bei Game One selten so vor, dass ihr Spiele über den Klee gelobt habt. Hm, ja. Also, es ist ja auch einfach selten so, dass man ein Spiel hatte, als das war ja auch unser Job, ne? Sachen zu finden, die man nicht so mag. Es war schon selten, dass man irgendwas nur geil fand. So. Ich glaube, in der ganzen Zeit, die ich getestet habe, habe ich mal ein Spiel so richtig makellos geil gefunden. Ja, Total War Shogun. Mal gucken, ob es den noch gibt. Den haben wir, glaube ich, schon mal geguckt. Müssen wir jetzt nicht nochmal gucken. Total War Shogun 2. Da habe ich, glaube ich, in dem Beitrag nichts Schlechtes über dieses Spiel gesagt. What? Guck mal, wenn ein Video in 4:3 ist, ist der Player in 4:3. Moin, moin und hallo nicht. Zu... Weiß ich nicht. Oh, das war so gut. Das war eine Folge, in der Budi nicht da moin, war. Moin, moin und hallo zu... Weiß ich nicht. Heute mit folgenden Themen. Da haben wir nur Ausschnitte genommen. Heute stellen wir ausnahmsweise zwei tolle iPad-Spiele vor. Danach kämpfen wir in Shogun 2 an der Seite von Samurais. Zunächst jedoch Wrestling. Ich will die Mods gucken. Da ich alleine bin und somit niemanden mit in den Abgrund reißen kann, wird es Zeit für ein wenig Wahrheit. Werbung ist... Was geil ist, das gab es im Vorfeld eigentlich nie. Budi, was ist deine Meinung zu unserem nächsten Thema? Ich habe die Mutter aller kompetitiven Computerspiele gespielt, StarCraft 2. Das stimmt natürlich, aber wie du weißt, geht es jetzt um Shogun 2. Mal gucken. Nee, Mech, hier steht's, kannst du gucken, Shogun 2 ist ein fettes Spiel geworden. Nee, darum geht's gar nicht. Sondern? Ich glaube, das ist ein sehr gutes Spiel, aber StarCraft 2 im Vergleich dazu, ne? Jetzt hör doch mal auf mit StarCraft 2, das ist über ein Jahr alt. Ich habe eine ganz normale Brille. Das war schon nicht schlecht. Das war schon nicht schlecht. 1545. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren. Oh, ich liebe dieses fucking Spiel, ey. Ashikaga Shogune von Kyoto aus. In dieser turbulenten Epoche Japans ist Total War Shogun 2 angesiedelt. Ihr erlebt den Kampf der Fürsten um den Titel des Militärkaisers, des Shogun. Um auch geschichtlich für das Strategiegeschehen gewappnet zu sein, haben wir einen Experten. Oh, ey, ich glaube, der hieß Kenji Hitomi, wenn ich mich richtig erinnere. Mega netter Typ, sprach ganz gebrochenes Deutsch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hart wir das schneiden mussten, damit man das versteht. Weil der hatte Hammer Ahnung, der Typ. Sau cooler Interviewpartner. Und ich habe beim Interview schon so ein bisschen gemerkt, so, das, ja, das ist schon nicht so einfach zu verstehen, was der Mann da sagt. So, und beim Schneiden, es gab so einen Punkt, wo Basti irgendwie neben mir saß, einfach nur noch so, also unser Cutter, und den Kopf geschüttelt hat. Und Basti ist einfach, muss ich sagen, der beste Cutter, den ich kenne. Also Basti hat so krass was drauf. Und er war wirklich, der konnte gar nichts mehr. Experten zu Rate gezogen. Wenn es um Sengoku Jidai, das heißt Bürgerkriegszeit, geht, war Shoguns Macht sehr geschwächt, praktisch Vakuum. Ihr könnt immer davon ausgehen, dass wenn da ein Bild drüber geschnitten ist, Minimum sind da 3 oder 4 Schnitte versteckt, damit der Text passt. Entstanden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Ihr schlüpft also in die Rolle eines Clanfürsten. Irgendwann später haben wir so ab Folge, ich glaube so, boah, schwer zu sagen, 150 oder so, haben wir eine neue Musikbibliothek bekommen und ab da waren die Sachen immer richtig geil. Untertitel und gut. Ja, naja, der hat Deutsch gesprochen. Ich kann ja nicht jemand Deutschen untertiteln.
Also es ging ja darum, dass er zu viele Füllwörter benutzt hat und sagt zu oft so, ist halt kein Muttersprachler, kann er ja auch nichts für, so, ne? Also, und er hat sich halt sau Mühe gegeben und er war sau gut vorbereitet. Ich habe ihm die Fragen vorher geschickt, der hat sich richtig Gedanken gemacht. RTL kann das auch. Daimyo führen Kriege untereinander, pflegen aber auch wichtige politische Beziehungen. Ich bin hier, um zuzuhören und mich um ein würdiges Ergebnis unserer Diskussion zu bemühen. Um euer kleines Reich wachsen zu lassen, braucht es Verbündete. Diese bekommt ihr, indem ihr Handelsbeziehungen pflegt und Abkommen schließt. Doch damit ist noch lange nicht Schluss, denn weniger wohlgesonnene Rivalen könnt ihr mit geplanten Geiselnahmen, Erpressung oder arrangierten Hochzeiten Du, wisst ihr alles. Wisst ihr alles. Wollt ihr meinen Lieblingsbeitrag sehen? Ich weiß nicht, ob das der beste ist, den ich je gemacht habe, aber das ist mein absoluter Lieblingsbeitrag. Ja, Hauke, wir wollen deinen Lieblingsbeitrag sehen. Oh, geil, ich habe auch Bock. Willkommen zurück zu unserer Reihe Bedrohte Tierarten. In der Wüste. Oh, das ist schon auch echt gut. Da hat Willkommen immer zurück so zu unserer Werbung Reihe Bedrohte Tierarten. In der Wüste herrscht für einen Moment Ruhe. Ey, ich muss kurz dazu erzählen, sonst ist das einfach nicht so gut, wie es wirklich war. Zu der Zeit hat Simon immer, wenn wir das, also das war neu, dass wir die Werbung anmoderieren sollten. Und Simon ist ja ein kleiner Rebell und so und hat dann immer so super dumme Mods geschrieben für die Werbung. Und irgendwann hat Christian Michel von MTV wirklich uns eine Mail geschrieben, in der einfach nur stand: Und hier eine Werbemod. Kein witziger Spruch, kein Zynismus, keine Wirtschaftskritik, nichts. Einfach nur, jetzt kommt die Werbung. So, und als Antwort darauf hat Simon, glaube ich, diese Mod dahin geschickt. Die sogenannte Werbung ist ein recht scheuer Zeitgenosse. Um sie herauszulocken, gibt es einen Trick, bei dem man sich ihr scharfes Gehör zunutze macht. Oh Mann, ey. Wir haben Christian Michel auch mal. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erzählen darf. Irgendwann durfte ich mal die Endabnahme machen für die Sendung, so. Das heißt, man guckt als Letzter nochmal drüber und schickt die fertige Sendung rüber zu MTV. Christian Michel guckte drüber und sagt, alles cool. Und ich hatte den Verdacht, dass Christian Michel überhaupt diese Folgen überhaupt nicht guckt. Dann haben wir ihm eine Folge geschickt, bei der die ersten, ich glaube, die ersten 30 Sekunden waren normal und danach fing Olympia an, dieser Nazi-Film. So ein Ausschnitt, den wir irgendwo auf Vimeo gefilmt haben, ihm das geschickt. Er kriegt's, eine Stunde später kommt er, alles cool, kann so raus. Und dann, so 10 Minuten später kommt, ihr dummen Wichser, ich hatte das zur Abnahme geschickt und so. Er hat es halt nicht geguckt, so. Ich wusste auch nicht, dass das so weit geht. Ich dachte halt, okay, der merkt das und lacht darüber, so. Aber da habe ich richtig Ärger gekriegt. Und ich habe mal einen Beitrag gemacht, das war zu Dangerous Hunts 3 oder so. Ey, ich wünschte, es gäbe noch diesen ungeschnittenen Beitrag. Also in diesem Spiel lauft ihr halt rum und jagt Tiere, aber so mit der Pumpgun Ziegen jagen und so. Ey, und da waren so geile Szenen drin. Da waren halt wirklich irgendwie so wunderbare Kreaturen und da hinten sah so eine Szene geschnitten, wie jemand so mit einem MG irgendwelche Affen wegmäht und so. Also war halt wirklich so over the top, dieser Beitrag. Und ich hab den hingeschickt, 2 Minuten später klingelt mein Handy und Christian Michel, ich hatte noch nie vorher mit dem gesprochen. Und er meinte, ich hier so ran, hallo? Ja, hi, hier ist Christian. Ach, hi, Christian. Schön, dass wir uns auch mal sprechen. Ja, schön, dass wir uns auch mal sprechen. Hauke, was ist eigentlich dein Problem? Und ich so, hä, was ist denn los? Hauke, ich habe deinen Beitrag geguckt. Magst du deinen Job nicht so gerne? Willst du den nicht behalten? Und ich so, hä? Ist doch gar nicht so schlimm so. Ist doch alles nur ein Witz. Und dann hat er mit mir gemeinsam diesen Beitrag geguckt. Und dann wurde mir erst klar, wie hart dieser Beitrag wirklich war. So was Kritik betrifft. Also der war halt wirklich. Wenn hier edgy ist, dann war der schon so solid halb drüber gelehnt, heftiger so. Also der war halt wirklich, da waren Szenen drin. So, So, jetzt können wir gucken. Jetzt gucken wir meinen Lieblingsbeitrag. Flirtgewitter. Rudi, Nils, wollt ihr das machen? Ich glaube, es ist der hier. Ich hoffe mal, oder was? Yakuza 4. Gleiche Stadt, andere Probleme. Yakuza 4. Stets gewaltbereit kämpft er sich durch die Straßen von Tokio. Er ist der härteste der Harten. Er kommt in den Garten. Yakuza 4. Mord ist für ihn nur eine kleine Gesetzesübertretung. Yakuza 4. Er ist ein Meister der Tarnung. Yakuza? Ich bin nur der Hausmeister.
Als ich das geschrieben habe, habe ich mich so totgelacht, ey. Yakuza, ich bin nur der Hausmeister. Das ist so eine dumme Line, ey. Und ich konnte nicht mehr. Ich saß wirklich zu Hause und musste lachen, weil als ich das geschrieben habe. Yakuza, ich bin nur der Hausmeister. Yakuza 4. Er hat zwei kleine Messerchen. Und in Yakuza 5 gibt es Zombies. Doch das kümmert uns nicht, denn wir sind hier bei Yakuza 4. Oh, achtet bitte mal auf die Musik. Ich finde wirklich, das ist so von den Beiträgen, die ich gemacht habe, glaube ich, der geilste Soundtrack mit. Wobei, ich habe noch mal einen anderen gemacht, da ist der Soundtrack noch geiler. Mit einem knackigen Jahr Verspätung kommt Yakuza 4 in abendländische Gefilde. Ist das japanische Open-World-Epos deswegen schon von gestern? Das meint unser Number-One-Yakuza-Fanboy dazu. Gerade mir als Japan-Fan hat die ganze Geschichte und die ganze Atmosphäre und die Mimik auch von den Charakteren sehr gut gefallen. Im Vergleich zum dritten Teil hätte ich mir jetzt beim neuen allerdings ein bisschen grafische Updates gewünscht und da hätte man auf jeden Fall noch mehr machen können. Yakuza 4 sieht seinem Vorgänger zugegebenermaßen erschreckend ähnlich. An der Grafik-Engine hat sich nicht viel getan. Trotzdem muss es sich nicht vor der Konkurrenz verstecken. Gerade die Gesichter der Charaktere sehen immer noch mehr als ansprechend aus. Ihre Ausdrucksstärke kann sich im Vergleich mit dem zeitgleich erschienenen Open-World-Kollegen Red Dead Redemption Das ist nämlich ein Fun-Fact, wenn ihr mal ein Yakuza spielen solltet, von den Älteren vor allem. Meine Empfehlung übrigens, die sind wirklich alle gut, die kommen bei uns ja immer ein paar Jahre später. Und meistens sagen dann Leute, das sieht nicht so geil aus und so, ist voll in die Jahre gekommen. Aber das erschien halt, also das sieht man hier, gleichzeitig mit Red Dead Redemption. Und die Mimik ist nicht schlechter, wenn sogar nicht stellenweise ein Ticken besser gewesen so. Absolut sehen lassen. Von der Schauplatzauswahl versteht die Konkurrenz bei Rockstar allerdings mehr. Schon wieder ein neuer Yakuza-Teil. Die Leute wollen neue Gebiete erkunden. Was machen wir? Vorschläge? Tunnel. Wir bauen Tunnel unter ganz Tokio. Kostengünstig. Und achte bitte darauf, dass Simon ein Jackett trägt, das zwei Schlipse hat, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ein kleines Gimmick, das seine Freundin vorbereitet hat. Und lässt die Stadt viel größer erscheinen. Ihr Konzept, Herr Habeck? Wir machen's für die Jungs bei Rockstar. Hunderte neue Charaktere, ein großes neues Gebiet zum Erforschen, neues Setting und das Ganze in nur einer Stadt im Zentrum. Was brauchen Sie dafür? 20 neue Entwickler, ein wesentlich höheres Budget, ein Dutzend neue Autoren. Okay. Wir machen das mit den Tunneln. Ja, richtig, wieder Tokio. Nur eben mit ein bisschen mehr oben und unten rum. Unterwelt und Dächer der Stadt wurden begehbar gemacht. So sollte wohl der Eindruck eines größeren Areals entstehen. Hat aber nicht geklappt. Hey, Moshi. Aber Tokio hat eben einen bestimmten Zweck. Die Realitätsnähe des Spiels sorgt gerade bei Japanern für einen hohen Wiedererkennungswert und ist Teil des Yakuza-Erfolgskonzepts. Die Schauplätze und Charaktere sind so nah an der japanischen Realität wie möglich. Das gilt konsequenterweise auch für den Humor. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Beitrag so gut finde, aber irgendwie. Die Authentizität der Charaktere macht das Japan-Feeling perfekt. Für die Hostessen, die man damals noch aus der westlichen Yakuza 3-Version entfernte, wurden diesmal sogar reale Personen gecastet. Im Spiel könnt ihr dann mit den Schönheiten anbandeln. Das Ganze ist allerdings eher nettes Beiwerk, da widmet man sich doch lieber wieder der spannenden Story. In Yakuza 4 gibt es vier Charaktere, die man spielen kann. Das ist zum einen ein Kredithai, dann einen ehemaligen Mafiosi, der aus dem Knast ausbrechen muss, dann noch einen Polizist und zusätzlich noch den bekannten Hauptcharakter Kazuma Kiryu. Jeder der Charaktere hat seine eigene Geschichte, allerdings stellt man recht schnell fest, dass die am Ende zusammenlaufen und dann ein großes Gesamtbild ergeben. Ey, dieser Song, fuck, wie heißt der? Der ist so geil, ey. Am Ende zusammenlaufen und dann ein großes Gesamtbild ergeben. Ich hab jetzt auch Gänsehaut, wenn ich ihn höre. Dieses Gesamtbild wird mit Unmengen an Cutscenes zusammengepuzzelt. Und mit Unmengen sind satte 9 Stunden gemeint. Tatsächlich fühlt sich die erste Spielstunde an wie ein nicht enden wollendes Video. Obwohl wir sonst gern über sowas meckern, hier passt es. Die Geschichten sind spannend und laufen gegen Ende fesselnd zusammen. Ein angenehmer Kontrast zu den überinszenierten Kloppereien. Prima, gut, schön, ja, aufhören! Die Kämpfe beginnen meist mit saudummen Wortgefechten, aber irgendeinen Aufhänger für eine saftige Keilerei muss es ja geben. Jetzt kriegst du was aufs Maul. Nicht, wenn ich dir zuerst aufs Maul haue.
Das war eigentlich nur ein Lückenfüller. Also ursprünglich sollte das anders eingespielt werden. Und dann haben Trant und ich uns hingesetzt und gedacht, lass mal einen Dummy aufnehmen. Und wir fanden den Dummy so lustig, dass wir das genommen haben. Das ist halt so richtig schlecht ins Mikrofon vom Laptop. Einen Aufhänger für eine saftige Keilerei muss es ja geben. Jetzt kriegst du was aufs Maul. Nicht, wenn ich dir zuerst aufs Maul haue. Zumindest bringen Kämpfe Erfahrungspunkte. Die steckt ihr in neue Skills und so machen sogar die langwierigsten Schlagwechsel etwas mehr Freude. Yakuza 4 ist so japanisch, wie es nur sein kann. In Schauplätzen, Personen und Erzählweise. Das muss man nicht mögen, uns aber hat die genial erzählte Geschichte von Beginn an gefesselt. Die Charaktere wirken echt, ihre Handlungen nachvollziehbar. Wem das zu exotisch ist, viel Spaß bei Call of Duty und GTA. Bitches. So, das war's. Trant ist einfach großartig. Ja, Trant ist der Hammer, ey. Ich hab so viele gute Witze gesehen. Nur stattgefunden, weil Trant so arschwitzig ist, ey. Trant ist echt unglaublich. Oh, schön. Schön, 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 schön. So, ich weiß leider, ob ich noch... Habe ich überhaupt noch einen, den ich gucken könnte? Ich überlege kurz, ob ich noch irgendwas weiß. Ich weiß noch, ich habe mal einen für Hawks 2 gemacht. Da fand ich den Anfang so gut. Oh, geil, das ist das. Das ist das, geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das Intro da so Hammer. Ich feiere das richtig. Okay. Moin Moin und hallo. Wir heißen Game One und Sie, herzlich willkommen. Die Themen. Heute gibt es strategische Präventivschläge in die Fresse bei Roos. Übrigens, Fun Fact, Roos, ne? Das ist damals mit dieser PlayStation Move-Steuerung funktioniert, oder wie das hieß. Das hat echt gut funktioniert. Ich war wirklich überrascht davon, wie gut das technisch geklappt hat. Aber naja. Einen prächtigen Port voller prima Previews. Los geht es aber wie immer mit Tom Clancy und Hawks 2. Wo Tom Clancy draufsteht, ist die militärische Keule drin. Vom Ghost Recon Spezialtrupp bis hin zum stillen Strategist war hier schon jeder im Rampenlicht. Und wer sich dabei besonders gut gemacht hat, der hat auch noch ein Sequel spendiert. So gerade geschehen beim Flugkrieg Sieg und Flieg Spektakel Hawks 2. Jetzt natürlich alles höher, schneller, besser, weiter mit Koop-Modus und satellitengestützten Boden, Textur, Grafiken und was weiß ich noch alles. Was alles genau, das seht ihr jetzt. Hat's jemand erkannt, woher es ist? Also das Intro ist halt eine komplette Kopie. Korrekt. Ich mach nochmal an, vielleicht hat jemand dann den Vergleich. Top Gun Intro. Wir haben halt einfach bestimmte Szenen, wo die einfach hier so dumm rumlaufen und das Flugzeug vorbeikommt und so. Unglaublich schlecht nachgemacht, ey. Hier nimmt sich auch voll viel Zeit. Und hier sind dann hier, die Szene ist sogar drin. Und hier fällt Gunnar bei uns extra hin. Warte, ich mach's nochmal an. Hier, genau die Szene haben wir auch drin, aber genau, so, dass Gunnar halt hinfällt. Da. Das ist echt so schlecht. Hier, da. Oh Gott, ey. Das sieht alles so scheiße aus und dieses hochklappende Bein, ey. Fahrgestell rein und die Triebwerke auf. Nein, Beitrag müssen wir, glaube ich, nicht gucken. Ich glaube nicht, dass er... Wobei, ach doch, warte Tollen mal. Tollen Schub. Tom Clancy's Hawks 2 lädt zum Jetballett in schwindelerregenden Höhen. Wir sind natürlich dabei und schauen mal, was Ubisofts neuester Flugkampfsimulator so taugt. Ganz im Zeichen des ersten Teils stehen auch in Hawks 2 wieder gesalzene Luftgefechte im Mittelpunkt. Ihr nutzt allerhand mega modernes Waffengedöns, um eure Gegner gleich scharenweise aus dem Himmel zu pusten. Also, alles bleibt beim Alten. Das
kann ich da kaum dran erinnern. Doch natürlich gibt es auch Innovationen. Hierbei an vorderster Front die neuen Kampfjets. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrer Optik und Bewaffnung, sondern vor allem in ihrem Flugverhalten. Das ist fordernd und wesentlich angenehmer als im ersten Teil, wo man allen anderen chronisch überlegen war. Und auch in der Kampagne hat sich was getan. Ihr findet euch jetzt immer häufiger in abwechslungsreichen Missionen wieder. Von Überwachung und Kontrolle über Bombenangriffe bis hin zu Drohnenmissionen ist alles dabei. Leider fallen viele der neuen Missionen zu lang aus. Dabei will man doch einfach nur fliegen. Die Missionen werden von so etwas Ähnlichem wie einer Story zusammengehalten. Irgendwas mit Amis, die Terroristen jagen. Also Russen, die irgendwie Terroristen sind oder so. Und was die Engländer da sollen, das wissen wir auch nicht. Kämpfen dürft ihr aber trotzdem für alle drei. Was aber letztendlich dazu führt, dass man wissen wir auch nicht. Kämpfen dürft ihr aber trotzdem. Da habe ich mich übrigens drüber gelacht, dass der Captain Dimitri Sokov jetzt zwar Jan Sokov musste. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich das lustig fand. Ich habe wirklich richtig lange versucht, im Meeting zu pitchen, dass irgendein Typ Sackoff heißt und dass das lustig ist. Und alle saßen an diesem Tisch, ey, Hauge, sorry, ey, das wird nicht funktionieren, egal was du machst, das funktioniert nicht. Kommt noch was anderes außer Game One? Ja, das ist der letzte Beitrag, danach reden wir über was anderes. Für alle drei. Ich will nur den ersten was aber letztendlich sehen. Dazu führt, dass man wieder mal nur der gesichtslose Krieger ohne Geschichte, Charakter oder Hintergrund ist. Zwar mittendrin in der Action, aber trotzdem irgendwie nicht dabei. Ja, traurig. Da war irgend so ein Beitrag mit einer Eule. Ach da. Für Action mit Charakteren, Geschichte und Hintergrund gibt es ja aber immer noch den Koop-Modus, wenn man denn Leute mit Charakter, Geschichte oder Hintergrund kennt. Hier ballert ihr euch als Team durch die Missionen und yeah, das klingt nach Dogfight-Action vom Feinsten für alle Top Gun-Fans und solche, die damals noch nicht mal geboren waren. Auch das haben wir für euch natürlich... Ich hab keine Lust mehr. Das war's. Keine Angst, das war's mit Game One.